Moinsen und willkommen zurück zu Mario Kart 8, dem eventuell letzten Teil vorerst. Aus einem einfachen Grund, weil leider die Internetleitung nicht hier richtig funktioniert. Dementsprechend dieses Projekt vorzeitig erstmal gebremst wird. Was nichts Schlimmes heißt. Heute das Thema Mainstream-Veranstaltungen, die es momentan einfach der Sinn der ganzen Sache hinterfehlt. Ein sehr langer Titel, ich weiß, aber andersrum kann das heute eine sehr lange Session werden. Also, entschieden habe ich mich für Bowserchen. Boah, Bowser! So, eigentlich rein theoretisch habe ich ja im letzten Teil das Crossbike freigeschaltet, aber ihr wisst, ich und Bikes, das klappt nicht. Dementsprechend nehmen wir das, was wir zur Möglichkeit haben, am schnellsten. Nämlich dieses hier. Und Spezi Cup, der Spezi Cup, der Spezi, Spezi, Spezi Cup. Jawohl, das müsstet ihr zwar in den letzten Teilen auch gesehen haben, aber ich weiß nicht, wie lang der letzte Teil her ist, denn ich habe jetzt Urlaub. Ja, ich kann sehr viel voraufzeichnen. Und das externe Laufwerk, ja, ist defekt. Hoffen wir mal, dass das möglichst schnell wieder weg ist. Also, ich weiß nicht. Ne? Ich weiß nicht, welcher Tag für euch heute ist. Für mich. Nee, heute sage ich dir euch nicht. Heute sage ich euch nicht. Thema: Mainstream-Veranstaltung. Zum Beispiel, es gibt ja jetzt dieses komische Eiswasser über den Kopf schütten Modus-Challenge da. Eisbucking, weiß ich nicht. Whatever. Und ja. Ich gebe es zu, ich habe schon eine Nominierung bekommen. Und ja, ich bin jetzt, ne, einige sagen dazu, boah, voll feige, weißt du was, warum machst du nicht und so. Ich mache das einfach nicht, einfach aus einem einfachen Grunde. Erstens, dieser ganze Kram ist extrem Mainstream. Hier, Mainstream, ja okay, Mario Kart ist auch Mainstream, aber Mario Kart macht immer Bock. Das schon die anderen 8 Teile, 7 Teile zuvor waren genial. Und da kannst du nicht sagen. Aber ich finde das bescheuert. Also ja, nur damit man nicht Geld spendet oder nicht was Gutes tut für Menschen, die es vielleicht schlechter haben als wir. Erst recht, das ist ja für kranke Kinder. Insbesondere für kranke Kinder. Und ehrlich gesagt, ich bin lieber ein Wohltäter als jemand, der hier auf sich sagt so, boah, ja voll, ich mach voll mit, weißt du, damit ich auch so ein geniales Video habe, so mit Eiswasser und so. Ja, also generell, ich kann das mal irgendwann machen. Ich denke mal, sowas wie zum 1000. Abonnenten-Special, ne? Einfach mal so kühl Eiswasser, weißt du Bescheid, oder was weiß ich, so einen anderen Kram. So, einfach mal so funny-like, aber so eine Eisbucking-Challenge-Kram, ganz ehrlich. Die meisten haben einfach den Sinn verloren. Warum? Warum, wieso, weshalb? Ne? Deswegen, meinerseits kommt kein Video. Wegen sowas. Nö, ganz ehrlich, nö. Ja, ich kann euch das leider nicht zeigen, weil Kontodaten und so, das darf man nicht veröffentlichen, obwohl man darf es veröffentlichen, aber es gibt halt leider viele, viele Kriminelle, auch ja, die einfach dann Scheiße machen damit. Sonst hätte ich das zeigen können, ne? Also ich werde für diesen guten Zweck genau pro Abonnenten, den ich jetzt habe, also aktuell sind es 425, ja, danke an alle 425, werde ich 10 Cent spenden, das heißt also 62,50 Euro für den guten Zweck. Ne? Also alle, die auch was spenden, dorthin. Ne? Sehr schön. So soll das sein. Ich werde das auch wahrscheinlich, wenn ich das finde, nochmal auch gerne unten hin posten. Wohin ihr das Geld hin spenden sollt. Also ihr müsst es nicht. Nein, das ist aber eine gute Sache, also für eine gute Sache spendet ihr, selbst wenn ihr, weiß ich nicht, 5 Euro spendet oder so. Außerdem, es geht nicht auf mein Geld, absolut nicht, gar nicht, null, niente, nothing. Ihr könnt euch selber auch informieren über dieses ganze Drumrum, weil alle sehen immer nur, oh, so prominenter Eiswasser und yeah und
hurra, der hat sich jetzt mit Wasser und yeah und der friert und der darf jetzt 3 nominieren und yeah und toll und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erst recht, es gab mal auch so eine Art, so eine Bier-Challenge, wo man sich so dachte, so geht's noch? Da sollte man ein Bier auf Ex trinken. Ich glaube, 1 Liter. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht nominiert worden. Einfach alleine, weil es bekannt ist, dass ich keinen Alkohol trinke. Ja, es gibt auch Menschen in meinem Alter, die keinen Alkohol trinken. Ja? Wenn ihr sagt, in welchem Alter bist du denn? Ich bin immer noch ich bin immer noch 90er-Jahrgang. Also könnt ihr euch denn ausrechnen, ja, dass ich mindestens 24 sein müsste? Obwohl, na, momentan stimmt. Mindestens müsste ich 23 sein, aber ich bin 24. Das kann ich schon mal voraus, werde ich sagen. Und nein, ich trinke keinen Alkohol. Nee. Nicht mal zu besonderen Anlässen oder whatever. Weil ich weiß nicht, was die Leute daran fanden. Finden, wie auch immer. Erfrischung, ja, keine Ahnung. Sollen sie ruhig. Also ich bin nicht dafür und können gerne die Leute Bier trinken, die sie Bier trinken wollen, aber diese Bier-Challenge, ich habe den Sinn auch nicht so ganz verstanden. Soll das irgendwie so ein Sinn sein, so von wegen, hier, ich kann ein Bier auf Ex trinken, hurra. Ja, was soll das dann bringen, so? Dass man sagt, so von wegen, boah, voll Talent, der kann ja voll viel trinken auf einmal, der wird nicht schlecht und so, keine Ahnung, super. So, vielleicht kommen wir hier drauf. Sehr schön. Ja. Knochen. Du knochiger Freund, du. Nee, also ich weiß nicht. Der Bier-Challenge, total bescheuert. Vielleicht von euch hat irgendjemand das mitgemacht. Ne? Klar, ich habe auch ein bisschen ältere Zuschauer. Ne? Also ich sage ja ganz oft, oh, ich habe voll die jungen Zuschauer. Aber ich habe ja auch schon gesehen, ich habe auch ein paar ältere Zuschauer. Und damit frage ich genau diese, die älter sind als meine Wenigkeit. Bier-Challenge mitgemacht, ja, nein. Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und ja, das ist die Frage des Tages. Weil ich weiß nicht, so eine Bier-Challenge, keine Ahnung. Was gab's noch für komischen Kram, die man machen konnte? Ja, gab's oft bei Facebook sowas, so Veranstaltungen, wo man so sagt, so, ja, nett. Zum Beispiel, aber dazu kommen wir gleich, bei Facebook, wer kennt Facebook nicht, der weiß, weil ich glaube, der ist irgendwie jetzt momentan in diesem Jahrzehnt irgendwie falsch. Also eigentlich müsste jeder Facebook kennen. Auf jeden Fall bei Facebook war das so, gab es eine Profilbild-Challenge, wo man so sagt, so, ja. Habe ich auch den Sinn nicht so ganz verstanden. Warum? Wieso? Weshalb? Gab es 2 verschiedene Arten. Nämlich, es gab einmal eine Art, wenn man älter ist, also wenn man Jahrgang 90 und älter, also 89, 88 und so weiter, sollte man ein Profil, ein Bild, also sein Profilfoto so machen, dass man nur halb so alt ist. Also in meinem Falle war das damals, wo das gerade so modern war, war das, ich glaube, das war 2012 war das modern, das hieß dann also, ein Bild sollte ich als Profilfoto machen, als ich 11 war. Ja, ich weiß nicht. Also, ich hab den Sinn nicht so ganz verstanden. Warum? Wofür? Wieso? Gibt's dafür einen Grund, dass man sich als Profilfoto ein altes Kinderfoto macht? Also ich weiß zumindest, in meinem Freundeskreis haben das einige gemacht. Also ich denke mal, wir haben das gemacht. Ja, das war schlecht. Ich denke mal, jeder 6. hat das gemacht, wo ich mir gedacht habe, so, ja, schön. Das ist fein, das ist toll. Das könnt ihr euch alle einmal abschmieren, dass ich sowas mache. Im Endeffekt habe ich ja zwar auch sowas Ähnliches gemacht, aber nicht unbedingt das Gleiche. Ich habe damals ein Bild genommen, da war ich, wie viel? War ich, glaube ich, 9 oder so.
als Profilfoto. Ja, es ist sehr verwaschen. Aber falls ihr Lust drauf habt, kann ich es auch gerne mal bei Facebook posten. Also zumindest bei Facebook. Irgendwie so war das. Was gab es da noch für Profil-Challenges? Ja, Profilfoto Kinderstar. Beispielsweise, wenn man als Kind Aladdin mochte, sollte man ein Aladdin-Foto als Profilfoto nehmen. Oder ein Genie-Foto oder weiß ich, whatever. Habe ich auch nicht mitgemacht. Also, ich weiß nicht. Da waren so viele dann irgendwie zwar interessant, wer so welche Kinderserie früher mochte und so. Aber ich habe auch da den Sinn nicht so ganz verstanden. Warum? Wieso? Auf einmal haben das alle mitgemacht und alle fanden das toll und super und juhu und ihr hey. Und ich verstehe es ja. Also ich verstehe es nicht. Also. Aber nun gut. Jeder das Seinen. Und für mich am meisten. Für mich am meisten. Und es sieht momentan noch gut aus. Andersrum, das habe ich. Hatte ich ja letztes Mal mit meiner Cousine hier, wow, abgehabt, dass das so weit hier alles gut lief und danach lief es gar nicht mehr. Also, ne, drei erste Plätze heißt nichts hier. Gar nichts, null. Nothing heißt das. Nothing. So, das heißt hier noch gar nichts, ne? Hier heißt das noch hier auch nichts. So, und dann gab es auch noch eine andere Challenge. Welche war das? Aber das ist auch noch relativ früh gewesen. Oh, wie hieß die? Wie hieß die? Ja. Das ist das, wenn man das so halb spontan macht, weil man dann gerade so irgendwie in so ein Thema wieder eingebunden ist, weil irgendwer irgendwelche Kram macht. Was war das nochmal? Ach ja, stimmt, genau, so hier, das läuft bis heute noch, aber auch eher so unter den Jüngeren. Danke. Und immer mal wieder zwischendurch. Dieses klassische, du gibst mir das und das und dafür sage ich dir das und das. Beispielsweise, du sagst mir den Buchstaben A und ich sag dir dann, welcher Film mit A mein Lieblingsfilm ist und was weiß ich. Ich glaube, bis heute gibt's das, aber so wirklich challenge-mäßig war das jetzt nicht. Zack. Kabam! Ich persönlich glaube, ich habe das auch nie mitgemacht. Ich glaube, ich habe nie jemanden gefragt, weil wenn ich irgendwas wissen wollte von jemand anderes, ganz ehrlich, dann hätte ich den das selbst schon mal fragen können. Und nicht wegen irgendwie sowas, oder? Auch mal oft dabei gewesen, gern dabei gewesen, so von wegen, like diesen Kommentar und ich sag dir, wie ich dich finde und so. Als ob die Leute das ehrlich meinen, ganz ehrlich. Ne? Da liked irgendwie irgend so ein Hans Franz, den du nicht kennst und dann sollst du dann sagen, wie man den mag. Ich kenne dich nicht, aber trotzdem, du bist ein cooler Mensch. Ja. Fragwürdig, liebe Leute, fragwürdig. So. Nein, was war das denn? Habe ich mich jetzt selbst wieder ins Aus katapultiert? Das kann nicht wahr sein. Einmal verdriftet und draußen ist das Ding. Da kriegst du nicht wieder hier den Blumentopf, da kriegst du hier gar nichts. Du kriegst nicht mal das Schnitzel. Das Schnitzel, was schön vorpaniert ist, da kriegst du nicht. So, das war sehr weit ausgedriftet. Falls ihr noch Ideen habt bezüglich irgendwelchen Facebook-Geschichten, könnt ihr sie gerne hier unten auch posten. Was ihr so bei Facebook gesehen habt und euch eigentlich tierisch genervt habt, was so Mainstream angeht bezüglich Mainstream Aufgaben, die eigentlich so plötzlich jeder gemacht hat, obwohl eigentlich das nur bestimmte Leute gemacht haben und dann später alle und Gott wird. So, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Noch ist nichts vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt gewonnen. Das ist der letzte Teil. Vorerst sehr schön, gut gemacht. Volle Punktzahl. Super. Geht doch.
Man muss halt nur ein bisschen voll vom normalen Thema abkommen. Dann klappt das. Dann klappt das. Na, und wir sind gut bei einer Viertelstunde wieder. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, dann gucken wir uns auch gerne nochmal die Highlights an, dieses schönen, schönen Rennens. Obwohl, so schön war das jetzt nicht, das Rennen, aber okay. Also, jeder das sein, würde ich sagen. Ne, aber Bowser hat gewonnen, das ist die Hauptsache. Wie ist ja ein Abschluss, egal, brustwassertechnisch. Und da ist dieses Überholmanöver. Und das war der Sieg. Oh, der ist aber ganz schön weit weg. Da kommt er erst durchs Ziel. Das ist schon eine Stange weg. Ist schon eine Stange weg. So, und jetzt könnt ihr auch gleich gucken, was passiert, wenn man überall mindestens einen Stern hat. Danke, dreifach Sternrang. Und hier steht es, du hast in jedem Grand Prix mindestens einen Stern erhalten. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. So. Und das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Abspann brauche ich nicht, weil dieses Let's Play ja wahrscheinlich früher oder später wieder weitergeht mit Rosalina. Sehr schönes Bild, sehr schönes Bild. So, und zwar, wir machen jetzt einfach mal Grand Prix, einfach mal los und einfach mal Bowserchen. Und unser nächstes Fahrzeugteil ist das Goldkart. Jawohl, Goldkart, ja, das Goldkart. Richtig, so, und damit müssten wir eigentlich, na, haben wir doch noch nicht alle. Ja, Goldkart, Goldräder, noch kein Goldgaleiter. Das dauert noch ein bisschen. Das kann ich euch schon mal vorspoilern. Das dauert noch eine Weile, bis wir das komische Kram kriegen. Kriegen wir leider nicht allzu schnell. Deswegen ja der Online-Modus, aber der Online-Modus funktioniert halt leider gerade nicht wegen immer noch diesem Vodafone-Kram. Das ändert sich voraussichtlich im November. Das heißt, dieses Let's Play wird wahrscheinlich im November wieder aufgenommen. Hoffen wir es mal. Was ich auch noch gesehen habe, ich habe ja einige Highlight-Rennen gemacht. Ja, Highlight-Rennen, juhu. Ja, er lädt ein bisschen. Und zwar mit diesen Highlight-Rennen habe ich gesehen, hier bei den Favoriten, bei denen, wo wir ja Zeitfahren gemacht haben, hier steht sogar die Uhrzeit, das ist doch mal was sehr Schönes, sehr, sehr schön, ne, soweit so gut, steht da ja auch, dazu habt ihr euch ja leider auch noch nicht geäußert, ob wir jetzt auf immer und um switchen sollen oder nicht, so, soweit so gut, aber, wie ihr sehen könnt, seht ihr, Leider nicht den Geist. Wir können das hier mal schön zurückspulen. Auch Zeitlupe. Yeah. Wir können die Videos hochladen, rein theoretisch. Ja. Aber ich würde sagen, diese Videos dementsprechend, auch wenn sie genial waren, auch wenn sie ein historischer Augenblick in diesem, auf diesem Kanal sind, ja. Zeitfahren-Dinger, die können wir gerne raustun. Hoffen wir mal, dass es dann im Online-Modus im November besser wird. Apropos Online-Modus im November, ja, FIFA 15 habe ich mir beschlossen, für die PlayStation 3 zu holen. Das heißt wiederum, es kann sein, eine gute Möglichkeit ist, dass es das ein oder andere Duell gegen euch gibt, falls ihr Bock drauf habt. Ja, dieses habe ich keine Lust mehr, danke. Und dieses auch nicht mehr. Damit haben wir noch zwei. Sehr schön. Ne? Das heißt, ihr könnt gegen mich noch FIFA spielen. Ja. Ich hoffe, dass die Internetleitung dann steht. Wenn nicht, dann ist schlecht. Wenn doch, dann ist super. So, das war's erstmal für eine Weile von Mario Kart 8. Als nächstes machen wir den Online-Modus, wie gesagt, November, circa. Ich hoffe, euch hat das Let's Play offline technisch gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, abonniert es, weiß ich nicht was. Wenn nein, dann vergisst es einfach mit ein anderes Let's Play, vielleicht ist das besser. Wir sehen uns dementsprechend zum nächsten Mal wieder, wann es ist, weiß ich nicht. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss!